Noch stecken wir mitten in der Coronavirenkrise. Es gibt aber auch Länder, die sich schon relativ gut erholt haben von dieser Krise, und zwar insbesondere China. Und da wäre es jetzt natürlich naheliegend zu sagen, ich konzentriere mich als Anleger überwiegend auf China und kaufe vielleicht auch mal eher chinesische Aktien. Nur stimmt das auch alles, was da aus China gemeldet wird? Das ist die große Frage und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie aktiver Anleger sind momentan, dann sind Sie auch irgendwo Hobby-Virologe zurzeit, so wie ich auch. Also früher haben wir uns vielleicht eher mal auf Wirtschaftsdaten konzentriert oder auf Bewertungen oder auf irgendwelche Stories, also ganz normale Dinge eben. Und heute konzentrieren wir uns in erster Linie auf, naja, Infektionsraten. Wir eignen uns an, wie Pandemien so funktionieren. Wir beschäftigen uns mit den ganzen Gegenmaßnahmen, auch mit den Ausstiegsszenarien, den Exit-Szenarien. Gut, es läuft ja grundsätzlich ganz gut an den Börsen momentan, schon seit einigen Wochen. Wir haben vermehrt das Gefühl, ja, möglicherweise haben wir die ganze Geschichte bald hinter uns. Jetzt, wo wir aber über diese Ausstiegsszenarien reden oder wo das langsam beginnen soll, da merken wir doch, der Teufel steckt schon auch im Detail. Und über dem Ganzen steht dann eben auch immer die Frage, was kann man sich da an Rückführung der Maßnahmen und was kann man sich da an Öffnung leisten? Kann man sich das überhaupt schon leisten oder ist das alles zu riskant? Und wenn man so eine Situation hat, wo alles ja noch so unsicher ist, dann ist man möglicherweise ganz gut beraten, dass man sich solche Länder anschaut, die in dieser Krise schon weiter sind oder diese vielleicht sogar schon mehr oder weniger hinter sich haben, weil da würde man eben doch vermuten, da haben wir dann als Anleger deutlich weniger Risiko und können dieses Risiko dann auch besser kalkulieren. Und man weiß ja auch, also die Länder sind unterschiedlich stark betroffen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Grafik von JP Morgan, wo versucht wird, das darzustellen. Also wie weit fortgeschritten ist die Coronavirenepidemie in den verschiedenen Ländern? In welchem Stadium ist die? Das meiste ist wahrscheinlich nichts Neues. Also es gibt ein paar Länder, ganz links, da geht's gerade erst los, da ist das Schlimmste zu befürchten jetzt noch, da steht die Eskalation bevor. Indonesien, Philippinen, Brasilien unter anderem. Dann haben wir die andere Gruppe von Ländern, da ist schon viel, sehr viel Schlimmes passiert, also Großbritannien, Italien, USA. Ist aber denkbar, dass sich die Situation erstmal sogar noch weiter verschlimmert. Bei Deutschland ist es dann so, da glaubt JP Morgan, wir hätten den Zenit jetzt schon erreicht. Und dann gibt es aber auch, wenn die Kurve wieder runtergeht, ganz rechts, die Länder, die da schon, wo sich die Lage schon ganz klar verbessert hat, nämlich Südkorea und ganz besonders natürlich China. Und was China betrifft, das ist ja auch das, was man allgemein so hört. Also China ist von der Seuche natürlich als erstes getroffen worden, es ist ganz brutal getroffen worden, aber jetzt geht es eben bergauf, es geht schon seit Wochen bergauf. Wir haben kaum Neuinfektionen in China angeblich. Wenn wir Neuinfektionen haben, dann importierte Neuinfektionen, also Infizierte, die aus dem Ausland zurückgekommen sind. Insofern könnte man sagen, ist die Krise da möglicherweise schon überwunden oder das Land ist zumindest viel sicherer momentan. Aber die Lage ist nach wie vor unklar. Und man muss dazu natürlich auch sagen, also solche Grafiken sind schon mit Vorsicht zu genießen. Das unterstellt ja mehr oder weniger,
dass es da eben so einen Zyklus gibt, so einen idealtypischen Zyklus, also dass alle Länder da mehr oder weniger auch dieselbe Entwicklung dann durchmachen, ein bisschen unabhängig davon eben auch, wie da die örtlichen Besonderheiten sind und ob da vielleicht auch die Ausgangssituationen nicht jeweils andere sind. Aber wenn man das jetzt mal grundsätzlich so hinnimmt, was wir da gesehen haben, dann könnten wir natürlich schon auf die Idee kommen, schauen wir uns doch mal chinesische Aktien ein bisschen genauer an. China ist grundsätzlich ein interessanter Markt, die Bewertungen sind niedrig und wir hätten natürlich durch die besondere Situation, durch die potenzielle Überwindung des Coronavirus jetzt auch wieder eine Chance auf einen echten Aufschwung. Wie kommt es überhaupt, dass wir China da in dieser Position sehen, auf dieser Grafik? Also wie kommt man dazu, das anzunehmen, dass China schon so weit ist? Es gibt drei mögliche Gründe. Der erste Grund wäre, dass man eben vermutet, dass es tatsächlich so einen typischen Verlauf von so einer Pandemie gibt in einem Land. Also einfach einen Anstieg, Eskalation und dann ebbt das irgendwann auch mal wieder ab, unabhängig mehr oder weniger davon, was da gemacht wird oder wie die Ausgangssituation ist. Die zweite Möglichkeit wäre, warum China so gut dasteht. China steht möglicherweise deshalb so gut da, weil es eben jetzt in dieser Krise irgendwas richtig gemacht hat, also die richtigen Maßnahmen ergriffen. Und die dritte Möglichkeit, das ist die etwas beängstigende Möglichkeit, die Daten aus China sind möglicherweise falsch. Nehmen wir mal den ersten Grund. Da würde ich sagen, also von so einem idealtypischen Verlauf auszugehen, das finde ich relativ falsch. Es ist aber was, was viele Leute nach wie vor so im Hinterkopf haben. Also, dass sowas eben irgendwann mal auch wieder abebbt, relativ unabhängig von den Maßnahmen. Also, dass die Bevölkerung da sozusagen irgendwann mal gesättigt ist von diesem Virus. Das ist die Geschichte mit der Herdenimmunität, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Also, dass die ganze Gesellschaft dann irgendwann mal durchseucht genug ist, dass es genug Leute gibt, die die Krankheit schon überstanden haben, die dann auch entsprechende Antikörper haben und so weiter. Und viele sagen dann eben auch, dass das auch letztlich das Ziel sei der ganzen Maßnahmen, also die so eine Durchseuchung zu erreichen, dass man jetzt also das Virus nicht wirklich mehr abwürgen kann, sondern dass man das Ganze nur nach hinten strecken würde. Und das ist eine Idee, mit der wohl doch einige Leute liebäugeln, also etliche Virologen, was man so hört. Möglicherweise auch einige Politiker und es ist auch eine Sache, die viele Anleger auch im Hinterkopf haben, so mehr oder weniger. Ich halte das für eine falsche Idee, ich halte das auch für eine enorm gefährliche Idee. Und wir sind auch noch lang nicht so weit, dass wir irgendwie von Herdenimmunität jetzt sprechen können. Also Herdenimmunität, sagt man, erfordert eine Durchseuchung von 50 bis 60%. Also 50 bis 60% der Bevölkerung müssten infiziert sein. Wir haben in Deutschland momentan 140.000 Infizierte, dann eventuell noch eine ziemliche Dunkelziffer. Wenn wir aber diesen Durchseuchungsgrad haben wollen und anstreben von 50 bis 60%, dann reden wir von 40 bis 50 Millionen Infizierten. Und auf diesem Weg, auch wenn man da die Alten oder die auch aus anderen Gründen anfälliger sind, auch wenn man die weiter isolieren kann und auch wenn man jetzt die Sterberate dadurch nochmal senken könnte, sagen wir auf 1%, dann müssten wir da immer noch in Deutschland, allein in Deutschland, mit einer 500.000 Toten rechnen im Zuge dieser Pandemie. Wahrscheinlich sogar mehr. Und weltweit sprechen wir dann wirklich von 50 bis 100 Millionen Toten wahrscheinlich. Das jetzt nur mal so überschlagen. Also ist ein absolutes Horrorszenario.
Und es ist natürlich auch ein Szenario, in dem die Wirtschaft letzten Endes ja auch nicht mehr wirklich hochkommen wird auf absehbare Zeit. Da geht ja, wenn man so eine Situation hat auf der Welt, da geht ja keiner mehr vor die Tür und unternimmt auch keine Reise mehr und gar nichts. Nehmen wir mal Wuhan. Wuhan, wo das Virus ja wirklich ausgebrochen ist, also ein Epizentrum gewesen ist, wo das Virus brutal gewütet hat. Auch in Wuhan hatten wir zu keiner Zeit eine Durchseuchungsrate von mehr als 1%. Muss man sich mal vorstellen. Also auch in Wuhan waren wir unglaublich weit weg noch von diesen 50 bis 60% Durchseuchungsrate. Und solange wir in der Welt keine Impfstoffe haben und keine Medikamente, ist es meiner Meinung nach eine ganz gefährliche Illusion, dass man das Virus mehr oder weniger irgendwann mal damit stoppen muss, wenn sich's von selber totgelaufen hat, weil die Herdenimmunität erreicht ist. Irgendwann kommt es wahrscheinlich wirklich so, aber der Preis, der wäre viel zu hoch und das kann und darf eigentlich nicht das Ziel sein, sondern das Ziel der Politik momentan kann wirklich nur sein, konsequente Kontrolle und konsequente Eindämmung dieses Virus, weil dadurch kann es sich wirklich totlaufen, wenn es erstmal keine neuen Wirte mehr findet. Und was jetzt Eindämmung betrifft und was Kontrolle betrifft, da hat China, zumindest nach allem, was wir wissen, da hat China tatsächlich wohl einen relativ guten Job gemacht. Wenn man jetzt die ganze Geschichte sich anschaut mit China, also es ist schon so, China hat sich da in dieser Sache nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt mal ganz abgesehen von der Herkunft von diesem Virus, da gibt es ja inzwischen auch ein paar Theorien, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber eben auch am Anfang, also als dieses Virus ausgebrochen ist in Wuhan, da ist sehr viel und sehr lange vertuscht worden, unterdrückt worden. Es haben ja noch nicht mal die zentralen Gesundheitsbehörden in Peking gewusst, was da in Wuhan gerade passiert. Und dann haben wir natürlich generell immer Zweifel gehabt an den Daten und an den Zahlen aus Wuhan. Es ist ja auch kaum jemand reingekommen. Und was die Zahlen aus China allgemein betrifft, also die infizierten Zahlen, da hat China auch 7-mal jetzt schon die Kriterien geändert, wie man das klassifiziert. Also jetzt mittlerweile werden auch die Leute als infiziert gemeldet, die keine Symptome haben, die aber positiv getestet worden sind. Ist auch schon mal ein Fortschritt, aber es war natürlich vieles schlecht und es war dann natürlich auch viel unnötig, was da in China passiert ist. Wobei bei uns schon auch Fehler gemacht worden sind. Also auch bei uns ist die ganze Geschichte lang unterschätzt worden, nicht ernst genommen worden. Wir haben lang noch Karnevalsveranstaltungen gehabt, Großveranstaltungen. Es ist lang zu wenig getestet worden. Letzten Endes sind die Ämter da bei uns ja immer noch überfordert. Wir haben auch keine Masken teilweise, wir haben keine Schutzbekleidung, auch nicht für das medizinische Personal. Es sind Maskenbestände noch vor wenigen Jahren wirklich abgebaut und aufgelöst worden bei uns. Also das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was in China passiert ist. Das will ich auch nicht vergleichen. Aber man muss schon auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, das sei ja hier alles falsch und schlecht und ungenügend. Also ich würde sagen, so richtig vorbereitet war natürlich keiner drauf und viele haben es eben auch leider nicht lange nicht ernst genug genommen. Und was China jetzt betrifft, mittlerweile ist es aber natürlich auch so bei uns, dass wir ja regelrecht besessen davon sind, China zu unterstellen, dass jetzt wirklich alles falsch ist. Also alle Infos und alle Daten, die aus China kommen, dass da alles gelogen ist, alles manipuliert und so weiter. Und das glaube ich eben auch nicht. Also es stimmt auch nicht, dass aus China so gut wie keine Informationen kommen würden. Also ich meine, das ist einfach falsch. Also China hat sehr viele Daten veröffentlicht mittlerweile. China hat auch viele Studien veröffentlicht, hat auch viele Forschungsarbeiten veröffentlicht zu dem Thema mittlerweile. Die sind international zugänglich. Die liest natürlich jetzt keiner großartig. Aber zum Beispiel diese Sache
mit denen, die den Virus schon gehabt haben, die schon wieder gesund sind, die die Krankheit überstanden haben, aber wo doch wieder Viren auftauchen und die positiv getestet worden sind. Also dieser Sachverhalt, das wissen wir aus einer Studie, die aus China gekommen ist. Und eine südkoreanische Studie, die hat das dann später bestätigt. Und was eben dann auch wichtig ist, China hat dann ja eben doch reagiert mit sehr entschlossenen Maßnahmen. Manche sagen auch drakonische Maßnahmen, mittelalterliche Maßnahmen teilweise. Also es war schon brutal in vielerlei Hinsicht, was man da gesehen hat, aber es war sehr konsequent und man muss wohl leider auch sagen, es dürfte auch einiges bewirkt haben. Also China ist da eben wirklich mit dem vollen Programm an denkbaren Gegenmaßnahmen eingestiegen. Also wenn man jetzt mal die Abriegelung der Provinz Hubei, eine Quarantäne von einer Provinz mit über 60 Millionen Einwohnern oder der Hausarrest in Wuhan, also eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern und keiner darf mehr raus. Bei uns völlig undenkbar. Also wo ja auch die Supermärkte dann größtenteils zu waren, der öffentliche Nahverkehr war zu. Es hat Straßenblockaden gegeben. Die Leute, die sich dann noch bewegt haben in der Stadt, die sind permanent kontrolliert worden. Die Tracking-Apps, die es da gegeben hat, oder wo dann Nachbarn eben auch gewarnt worden sind, da Vorsicht, da in der Wohnung oder hier in dem Haus, da wohnt jemand, der hat das Coronavirus, solche Sachen. Und es gab dann natürlich auf der anderen Seite aber auch 1800 Teams allein in Wuhan, die die Kontakte von den Infizierten nachverfolgt haben und die dann auch sehr viele gefunden haben, also allein in Wuhan. Also das sind schon Maßnahmen, da sieht man auch, was da mobilisiert worden ist. Und landesweit natürlich auch, also das ganze Tracking wieder, dann natürlich die Temperaturmessungen an den U-Bahnhöfen, in den Firmen und so weiter, die Quarantänehotels und. Also China hat da wirklich Mensch und Material mobilisiert für die Eindämmung in einem ganz enormen Umfang. Und was auch noch ein Faktor ist, natürlich die Bereitschaft der Leute von Anfang an in der Öffentlichkeit Schutzmasken zu tragen. Das sind die Asiaten natürlich tendenziell gewohnt und was dazu kommt, sie haben auch welche gehabt von Anfang an. Und wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, dann denke ich schon, hat das einiges gebracht, beziehungsweise ich bin mir da relativ sicher, dass es einiges gebracht hat. Es ist vielleicht nicht alles ganz so toll, wie das da offiziell gemeldet wird aus mancher Provinz. Es gibt mit Sicherheit auch Dunkelziffern, also Fälle, von denen man nichts weiß. China ist ein riesiges Land. Das mit den Dunkelziffern ist aber leider, glaube ich, auch überall so. Und wenn es so ist, dass das jetzt alles nichts gebracht haben sollte, was China da gemacht hat, dann wäre das natürlich für China sehr schlecht, das ist klar. Aber wenn es so ist, dann sehe ich auch für uns ziemlich schwarz, muss ich sagen. Weil wenn das alles schon nichts bringt, was in China da gemacht worden ist, wie geht die ganze Geschichte dann bei uns aus, wo unsere Eindämmungsmaßnahmen ja noch vergleichsweise milde waren? Inzwischen aber, wie gesagt, es ist so, öffentliche Leben springt wieder an in China. Also es ist auch noch nicht alles offen. Universitäten sind teilweise zu, Kinos sind zu. Aber die Schulen machen wieder auf, Cafés, Restaurants, Geschäfte auch. Also die nicht pleite sind natürlich. Auch das gibt's leider oder hat's gegeben in einem hohen Umfang. Produktion springt insgesamt wieder an, also auch von den kleinen Firmen produzieren jetzt wieder 80%, 80% sind wieder in Betrieb. Die großen haben sowieso schon relativ früh angefangen oder nie aufgehört. Und wenn man jetzt die Wirtschaftsdaten nimmt, erstes Quartal war natürlich eine absolute Katastrophe. Also Wirtschaft ist geschrumpft um 6,8% im ersten Quartal gegenüber vom Vorjahr. So stark wie seit der Kulturrevolution 1976 nicht mehr.
Und gegenüber dem Vorquartal, was sogar einen Rückgang um fast 10%, war also noch schlechter als am Markt erwartet. Was man aber auch gesehen hat an den aktuellen Daten, im März ist es wirklich wieder besser geworden, wenn man es jetzt vergleicht mit Januar, Februar, wo die Hochzeit dieses Virenausbruchs war in China. Wir haben zum Beispiel bei der Industrieproduktion insgesamt im ersten Quartal einen Rückgang gehabt von 8,4%, im März war es aber nur noch ein Rückgang von 1,1%. Dann die Exporte, die sind die ersten 2 Monate um 17% zurückgegangen und im März dann auch nur noch um 6,6%. Und die Importe im März, die sind sogar nur noch zurückgegangen um 0,9%. Das ist schon sehr wichtig, weil wir an den Importen sehen, dass sich jetzt die Binnennachfrage zumindest mal zu stabilisieren scheint. Also zumindest die Binnennachfrage. Bei den Exporten ist die Sache natürlich ein bisschen anders. Also am Anfang vom Jahr, da war eher das Problem, dass eben die Firmen in China zu waren. Also Nachfrage hat es gegeben, aber keine Produktion. Jetzt verlagert sich das Problem. Also die Firmen sind wieder da, aber die Nachfrage aus dem Ausland bricht ein, weil jetzt natürlich das Virus im Ausland hauptsächlich grassiert. Der Export ist für China glücklicherweise nicht mehr so wichtig, wie das vor 10 Jahren war oder vor 15 Jahren. Aber man muss schon sagen, der Exportsektor an sich, da ist viel Unsicherheit noch drin, der ist noch nicht überm Berg. Die Binnennachfrage, es ist das auf den ersten Blick auch nicht so ganz eindeutig. Also die ersten 2 Monate, Januar, Februar, da haben wir in China noch Nachfrage gehabt oder hätten Nachfrage gehabt, aber kaum Angebot. Jetzt im März, da ist das Angebot wieder da sozusagen, aber die Nachfrage ist doch noch relativ schleppend. Also wir haben bei Konsumprodukten zum Beispiel Einzelhandelsumsatz bei Konsumprodukten immer noch einen Rückgang gehabt von fast 16% gegenüber vom Vorjahr. Das heißt, die Erholung ist jetzt noch nicht so schlecht, so schnell gekommen, wie es sich vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Kann mehrere Gründe haben, also dass sich die Leute eben zum Beispiel doch noch nicht so raustrauen in die Läden. Oder aber, was mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, demnächst auch überall auf der Welt, die Leute haben einfach viel weniger Geld jetzt mittlerweile nach dieser Krise. Und wir haben einzelne Sektoren, wo es wirklich auch nach wie vor hart aussieht, zum Beispiel der chinesische Autosektor, da hat man auch im März noch einen Absatzrückgang von 40%. Ist aber schon deutlich besser als im Februar. Im Februar war der Rückgang noch bei 80% gegenüber dem Vorjahr. Und es gibt jetzt auch mittlerweile einige Meldungen, also zum Beispiel Aussage von BMW, die war neulich, dass sich jetzt in den letzten Tagen, Wochen doch der China-Absatz jetzt wirklich deutlich erholt. Was gestiegen ist im März? E-Commerce-Umsatz, also E-Commerce von Konsumprodukten, der ist um 6% hochgegangen und damit ist wieder mal klar, E-Commerce ist auch in China ein Gewinner der Krise. Und in dem Zusammenhang, was Sie ja vielleicht wissen, in den USA, die Aktie von Amazon, die ist ja jetzt schon wieder auf Allzeithoch, mitten in der Krise. Wenn man jetzt in China an E-Commerce denkt, da denkt man in erster Linie an Alibaba. Alibaba ist da in China der Platzhirsch. Und um die Aktie von Alibaba, um die geht es in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also schafft die Alibaba-Aktie das vielleicht auch, dass sie da demnächst neue Rekordstände macht und dass sie da eventuell noch deutliche Kursgewinne erzielt in den letzten nächsten Monaten. Und ist Alibaba momentan vielleicht sogar die bessere Aktie als Amazon? Das lesen Sie in unserem Zukunftsmärkte-Report nächste Woche. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, also Fazit zu China. Hat China das Virus besiegt? Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
Aber ich bin zumindest überzeugt, anders als viele andere Leute, dass die Erfolge, die China da gemeldet hat in den letzten Wochen, dass die überwiegend real sind und dass die im Großen und Ganzen auch glaubwürdig sind. Und dass das aus meiner Sicht im Grunde schon auch Perspektiven eröffnet. Es gibt diese Gefahr der zweiten Welle, vor der wir alle Angst haben, dass das Virus mit voller Wucht zurückkommt, jetzt wo sich das Land wieder öffnet. Wird es so kommen? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich bin kein Virologe. Ich weiß, dass die Virologen, die echten Virologen, dass das da auch ein strittiges Thema ist. Ich vermute aber, die Gefahr ist real. Also das kann sicherlich passieren. Es kann aber überall passieren. Also das ist ja genauso eine reale Gefahr in Europa und in den USA. Auch in Europa und in den USA will man jetzt ja Lockerungen, beziehungsweise hat die ersten Lockerungen auch schon beschlossen. Die Trump-Regierung hat jetzt auch einen Exit-Plan schon angekündigt am Freitag, ist auch an den Börsen wieder sagenhaft gefeiert worden. Lockerungen sind grundsätzlich ein Risiko, wahrscheinlich. Ich denke auch, dass das Risiko bei uns größer ist als in China, weil wir noch nicht an dem Punkt sind bei der Eindämmung von dem Virus, wie es China ist. China hat diesen Virus schon weiter eingedämmt als wir. Und wenn jetzt in China ein großer Rückschlag kommen sollte, dann ist es, wie gesagt, natürlich für China eine Katastrophe. Es wäre aber auch für die Börsen bei uns mit Sicherheit ein sehr, sehr schlechtes Signal, weil man dann ja auch bei uns zu der Erkenntnis kommen würde, dass der Spielraum für solche Lockerungen eben wohl doch nicht so groß ist, wie wir das momentan eben hoffen. Und insofern ist es wichtig, China auch dann zu beobachten für Sie als Anleger, wenn Sie jetzt vielleicht kein Interesse haben direkt an chinesischen Aktien, sondern wenn Sie nur generell Interesse haben an Aktien. Auch dann ist es wichtig, im Auge zu haben, was in China passiert. Und wie gesagt, was vielleicht noch schwierig ist in China, das ist der Exportsektor, weil dem ja die Erholung innerhalb von China nicht so großartig hilft. Er braucht also eine Erholung an den Auslandsmärkten. Aber was sich schon, denke ich, wirklich signifikant erholen sollte in den nächsten Monaten, das ist die Binnennachfrage. Im Einzelhandel, E-Commerce natürlich auch, dann die Gastronomieketten. Sportartikel, Textilien, Mode, weiß der Geier, Automarkt sicherlich auch in Teilen, also alles, was eben so profitiert von der Erholung der Binnenwirtschaft. Das halte ich, wie gesagt, für relativ wahrscheinlich, dass sich die erholt in den nächsten Monaten. Und China ist uns, was den Virus betrifft, wirklich auch einige Zeit voraus. Gleichzeitig sind die Bewertungen nicht besonders hoch. Insofern chinesische Aktien aus dem Binnensektor, da sind die Aussichten eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Und das Ganze hat jetzt auch zusätzlich gewisse defensive Qualitäten im Vergleich zu Aktien aus anderen Ländern, weil wir ja überall in einer Zeit sind, nach wie vor, die nicht ganz einfach ist und die noch sehr unsicher ist. Und ein letzter Punkt noch, also was jetzt diese Rallye betrifft, die wir in den USA haben und die wir auch bei uns haben. Das ist eine Sache, die beobachten viele mit Skepsis und ist auch nicht ganz unproblematisch, vor allem nicht auf mittlere Sicht, weil letzten Endes ist es ja so, es ist ja jetzt eine Krise, da gehen wir, unsere Volkswirtschaften, wir gehen da ja nicht gestärkt draus hervor oder sowas, sondern das geht ja schon mit hohen Belastungen einher. Auch hohe Belastungen für die Staatsfinanzen zum Beispiel. Und es hat auch mal wieder schwere Konsequenzen, was die Notenbankenpolitik betrifft. Eigentlich fast weltweit. Und das ist ein Thema, das habe ich mal vorgenommen für demnächst. Also sozusagen, wer zahlt eigentlich in dieser ganzen Krise am Ende die Zeche?
Für alles. Ich weiß nicht, ob ich das Thema gleich nächste Woche mache, aber auf jeden Fall demnächst mal. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie demnächst wieder dabei sind, wenn wir das machen. Besonders freue ich mich natürlich auch über jeden, der den Zukunftsmärkte-Kanal abonniert. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann am besten immer auch gleich die Glocke drücken. Wenn Sie das machen, das ist die Benachrichtigungsfunktion, dann sehen Sie immer auch erstens, wenn ein neuer Beitrag da ist und Sie sehen natürlich auch, welcher Beitrag da ist und beides kann ja sehr hilfreich sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend an den Börsen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.